Perfekt. Wow. Hallihallo. Ah ja. Ey, jetzt kommen wir nicht, weil wir hier Schlafmodus sind. Rede mit Astrid. Wollte gerade sagen. Wie ich schon erwähnt, Mascha und ich haben uns noch nie gut verstanden. Sie ist ein altes Klatschweib. Und zwar nicht von der lustigen Sorte. Und ja, viel schlimmer als ich. Mir hat es noch nie Freude bereitet, anderen Leuten das Leben zu ruinieren. Ganz im Gegenteil. Also gut. Ich werde meine kleine Rolle spielen. Mal sehen, ob ich überzeugend bin. Perfekt. Mascha. Schön, dich wiederzusehen, du alte Hexe. Du hast dich viel weiter zurückgezogen, als ich dachte. Wie geht es dir so? Nun, nun. Wenn das mal nicht Astrid ist. So nett warst du noch nie zu mir. Hat Olga dich geschickt? Sollte ich davon ausgehen, dass du auf einen Gefallen aus bist? Falls du einen Schal wolltest, tut es mir leid, Liebes. Den letzten, den ich gestrickt habe, habe ich gerade einem netten Kerl in den Bergen überlassen. Aber falls du Interesse hast, ein paar Wintersocken hätte ich noch. Sehr nett von dir, aber das wird nicht nötig sein, danke. Stella hier hat mich auf ihrem Schiff aufgenommen und mir ein wundervolles Haus gebaut, während wir über den Ozean geschippert sind. Diese wundervolle junge Dame hat sich um alle meine Bedürfnisse gekümmert. Um genau zu sein, bin ich auf Informationen aus. Schätzchen, hast du irgendwas von Giovanni gehört? Ich weiß, dass es albern ist, aber ich suche immer noch nach meinem nichtsnutzigen Ehemann. Olga hat in einem Brief erwähnt, dass du etwas über seinen Verbleib weißt. Oh, das stimmt in der Tat. Aber Astrid, du weißt doch, dass ich an Klatsch nicht interessiert bin. Olga andererseits, von Irina will ich erst gar nicht reden. Aber ich? Meine Güte, niemals. Weißt du noch, was Sir Brockwood gegenüber unbeabsichtigt erwähnte? Dass seine Frau und sein Cousin sich im unteren Garten getroffen hatten. Oder wie Frau Fredericks mir das Geheimnis ihres ausländischen Liebhabers anvertraute? Nicht? Eben. Weil ich nämlich nie jemandem davon erzählt habe. Oh, meine liebe Mascha, das stimmt. Aber was hat es mit Sir Langdons Zänkerei mit seiner Frau auf sich? Alles nur, weil irgendwer mit Lady Langdons Magd über seine Liebhaberin getratscht hat. Oh, und dieses eine Mal, als der kleine Bobby aus Versehen herausfand, wer seinen geliebten Vogel Zacharia getötet hatte. Oh, oh. Was war mit dem Aufruhr, der durch die umsichtige Enthüllung von Frau Gartners geheimen Alkoholvorräten ausgelöst wurde? Und ich könnte noch ewig weiterreden, Schätzchen. Ich... Aber das war etwas ganz anderes. Wo ist der Mascha? Ach, oh, na schön. Er ist in Lohneberg. Er hat jemanden kennengelernt. Ich kenne aber keine Einzelheiten. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Vielen Dank für deine Hilfe, Mascha. Deine Liebenswürdigkeit ist so riesig wie deine Stirn. Du hast das Richtige getan und das werde ich dir nicht vergessen. Wer weiß, vielleicht wirst du in ein paar Wochen sogar die eine oder andere Kiste voll frisch gesponnener Wolle erhalten. Und Stella hier könnte deine Dienste benötigen. Bis bald, Mascha. Verflucht, ich hasse ihre blöde Visage. Ich verschwinde hier. Aber was? Das war's? Nein, nein, nein. Ha, kann ich hier auch Sachen anpflanzen? Aber wieder nur Zeugs, was ich eh schon hab. Ich hab kein Eisenerz mehr. Na gut. Dann nehmen wir halt das, was wir haben.
Da ist nichts mehr. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen, nicht wahr? Bist du fertig? Also gut, wir sehen uns später wieder. Jawohl. Dankeschön. Na siehst du, war gar nicht so schwer. Sie war noch nie nett. Lässt sich ständig über andere aus. Sie ist die Fiese in der Familie. Aber genug über sie. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, Wildfang. Giovanni ist also in Lohneberg. Nun, eigentlich hasst er den Winter. Spüren wir ihn auf, Wildfang. Waren wir da nicht vorhin schon mal? Meine alten Beine tragen mich kaum noch. Könntest du mir vielleicht helfen, zum Bug zu gelangen? Gottchen. Rosinolator. Ich hoffe, das ist hier der Bug. Ja. Mein Magen beschwert sich. Hast du etwas zu essen für mich? Bla. Meine Güte, hihi. Du musst wissen, dass ich Nachtische aller Art liebe. Vielen Dank, Stella. Er war hier. Ich kann es spüren. Ich werde nicht betteln. Aber wenn du vielleicht... Oh, komm schon, du weißt, was du tun kannst. Ja, ja. Meine Güte, du bist ja goldig, Bambina. Ich glaube, ich nenne dich Erdnüsschen. Genau wie ein süßes kleines Erdnusstörtchen. Was? Du suchst nach einem gewissen Giovanni? Ha, aber das überrascht mich überhaupt nicht, Bambina. Ich meine ja nur, wer sucht nicht nach mir? Ich bin Giovanni. Leone Formidabile. Ich sage es ja nur ungern, aber... Du bist etwas jung für meinen Geschmack. Was? Astrid? Wirklich? Sie ist auf deinem reizenden Schiff? Sag nichts. Ich komme. Das ging ja schnell. Immer noch verschlossen. Einfach so, ohne Komplikation, wirklich... Er muss wirklich verzweifelt sein. Kehren wir zurück. Jo. Kann ich eigentlich noch mal was kaufen? Tatsächlich. Man weiß ja nicht, wozu man es noch mal braucht, nicht? So. Jetzt steh doch nicht nur so da. Begrüß ihn an Bord, Stella. Ja, ja. Erdnüsschen. Oh, Mufasa. Naja, fast. Giovanni. Astrid. Oh, Astrid. Du siehst gut aus. Jederzeit. Und du siehst ebenfalls bezaubernd aus, Prinzessin. Astrid, ich habe nach dir gesucht. Wohin ich auch ging, du warst nicht dort. Schatz, ohne dich ist mein Leben leer. Die Luft schmeckt staubig, der Boden schwankt, die Sterne sind vom Himmel verschwunden und niemand kratzt mir den Rücken. Ich musste mir sogar einen Rückenkratzer kaufen. Du weißt schon, so ein Ding aus Holz mit einer kleinen Plastikhand obendran. Hör auf damit, Giovanni. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Und ich werde es auch nie vergessen.
Aber ich bin bereit dazu, dir zu vergeben. Aber nur, wenn du mir versprichst, dich zu benehmen. Kannst du das tun, Giovanni? Kann ich dir vertrauen? Oder soll ich dich hier und jetzt vergessen? Ja. Oh ja, meine Prinzessin. Lass mich wieder an deiner Seite weilen und ich werde dir beweisen, wie vertrauenswürdig ich sein kann. Ich werde dich mit Geschenken überhäufen und andere Frauen keines Blickes mehr würdigen. Himmel, ich werde niemanden mehr eines Blickes würdigen. Das verspreche ich. Also gut. Also gut, mein Giolein. Aber du bist weiterhin auf Bewährung, mein Herr. Wenn ich dich bei irgendwas Verdächtigem erwische, bringe ich dich um. Hast du mich verstanden? Aber jetzt komm her. Ich habe dir so viel zu erzählen. Gottchen. Ey. Giovanni und ich haben einiges zu bereden. Du kannst mich eine Weile lang alleine lassen. Sicher hast du Besseres zu tun, als beim Wiedersehen von zwei uralten Turteltauben dabei zu sein. Wir reden später. Ja, das sehe ich auch so. Die Seeluft ist so lieblich. Einmal habe ich mit meiner Tochter Annie einen Ausflug ans Meer gemacht. Das war ein schöner Tag. Oh, in dem Umschlag, den du kürzlich gefunden hast, war ein Bild von dem Tag. Ich habe es hier. Sieh dir nur ihre Kleider an. Immer so modisch. Am selben Tag wurde aber ihr Hut von einem Windstoß davongetragen. Wie schade. Oh, bist du bereit, mich wieder nach Hause zu bringen? Die ist ja süß. Ja, ein Strandoutfit. Nunu? Ist hier noch was? Anscheinend nicht. Hey Erdnüsschen, ich habe gesehen, dass du einen Ort auf der Karte gewählt hast. Ich liebe deine Unternehmungslust, Bambina. Welt erkunden, ferne Orte kennenlernen, neue Leute treffen. Das ist alles so berauschend. Aber bevor wir uns zu einem unglaublichen Ort aufmachen, könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Lass uns einfach woanders hingehen. Gut, ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich möchte jemanden richtig glücklich machen. Psst, nicht so laut. Es soll doch ein Geheimnis bleiben. Und ja, du hast recht. Es geht um eine ganz besondere Dame. Ich möchte ihr zeigen, wie viel sie mir wirklich bedeutet. Ha, ich wusste doch, dass du mir helfen würdest. Gut, wir müssen zur Profitgier GmbH und ein bisschen einkaufen. Wie ich gehört habe, hat der dortige Laden gerade eine frische Lieferung an edlen Pralinenschachteln hereinbekommen. Und Schokolade liebt sie über alles. Die zartbittere, teure, das perfekte Geschenk. Findest du nicht auch? Wundervoll, Bambina. Dann lass uns aufbrechen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.